Der grüne Blitz zeigt an, dass hier ein Defibrillator stationiert ist. Jetzt auch in Opponitz, wo Karl Hagauer eine Spendeninitiative gestartet hat. Ja, es hat ein Ereignis gegeben, wo Defi notwendig gewesen wäre. Und das hat mich veranlasst, einmal auf der Landkarte nachzuschauen, wo ist ein Defi. Und da hat sich herausgestellt, im Ibstal gibt es keinen. Und daraufhin haben wir die Aktion gestartet, Anfang August, und haben kurz vor Weihnachten dann das Geld beieinander gehabt durch zahlreiche Spender, das wir anschaffen haben können. Der Defi ist jetzt mitten im Ort in der Raiffeisenbank ständig verfügbar. Ein Defibrillator wird zusätzlich zu lebenserhaltenden Maßnahmen wie Herzmassagen und Beatmung angewendet und vermittelt dem Patienten Stromstöße, um den Herzschlag wieder zu starten. Jeder kann das Gerät bedienen und man muss keine Angst haben, denn das Gerät spricht mit einem und erklärt genau jeden Schritt. Es ist dann immer so, dass man nur mal diese Taste drückt, dann geht er auf und dann redet er mit mir. Achtung, folgen Sie den Anweisungen des Gerätes. Notruf veranlassen. Gesamte Kleidung vom Brustkorb des Patienten entfernen. Frau Ortner, was ist eigentlich ein Defibrillator? Ein Defibrillator ist ein Gerät, das mich in der Wiederbelebung unterstützt. Und kann das eigentlich jeder anwenden oder brauche ich da eine spezielle Ausbildung oder irgendeinen Kurs? Nein, das kann jeder anwenden. Es ist ein Laiendefi, also für uns Laien. Kann den natürlich benutzen, ich brauche den nur aufmachen, er ist selbsterklärend, er sagt mir jeden Schritt, was ich zu tun habe. Gibt es die Möglichkeit, mich zu erkundigen, wie so ein Defi funktioniert? Natürlich bei uns auf der Dienststelle in Werthofen oder natürlich auch Hollenstein oder Kimmerton werden immer Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Und im Rahmen dieses Kurses wird auch immer die Wiederbelebung trainiert mit Anwendung eines Defis oder Defibrillators. Hinten haben wir so Ersatzelektroden drinnen. Da sieht man zum Beispiel schon recht schön, wie es hinkert. Rechts oben, links seitlich. Da solche, wo Handschuhe und Beatmungsdruck drinnen sind. Ist aber auch da drinnen. Beatmungsdruck und Maske, Handschuhe, Schere. Bei 85% aller plötzlichen Herzattacken liegt anfangs ein Kammerflimmern vor. Ein Defibrillator unterbricht dieses Flimmern und stimuliert den Herzmuskel Richtung Normalzustand. Das Leben in Opponitz ist wieder ein Stück lebenswerter geworden.